Friends, willkommen zurück zu einer weiteren Reaction. Heute wieder Calvin und Marvin, ihr wisst Bescheid. Morgen kommt wahrscheinlich ein etwas längeres Video. Da reagiere ich auf was anderes, nicht auf Calvin und Marvin. Aber dazu dann weiter was morgen und jetzt geht's weiter mit der Reaction. Ja, die Maske setze ich natürlich noch auf, ne? Also, let's go! Was geht ab? Wir waren gerade einfach unterwegs im Auto. Wie viel haben wir überhaupt? Mitten in der Nacht, ich glaube 1:30. Junge, wir wollen gerade nach Hause fahren. Auf einmal, wir haben... Hat der Game Master uns eine SMS geschrieben? Wir haben jetzt 1:37 Uhr. 1:37 Uhr, Leute, ihr seht es. Ja, Mann. Und der schreibt uns eben. Eiskalt. Calvin, du hast in der letzten Challenge gewonnen. Ach, ja. Mann, wo ich auf das Klettergerüst geklettert bin, ich war der Erste. Bin ich mal gespannt, was da jetzt kommt. Das haben wir ja auch schon gesehen. Du hast der Erste. Ich hab mich eh gewundert, wann schreibt der? Stimmt, ich hab gar keine Belohnung gegeben. Genau, was bekomme ich? Ja, und der hat geschrieben, schreibe, dann so Hand-Emojis. Diesen Emoji. Genau, wenn du deinen Gewinn entgegennehmen willst. Oh, also ja. Calvin hat jetzt die Chance, seinen Gewinn anscheinend einzulösen. Er muss nur diesen Emoji schicken. Ja. Und klingt schon fast so einfach, um schön zu machen. Ich höre, aber du hast ja die Aber jetzt weiß man ja nicht, ob die Überraschung oder was das für sein soll, gut oder schlecht ist. Kann ja auch schlecht sein für ihn. Man weiß es ja nicht. Aber ich gehe mal von gut aus. Also. Die Belohnung kommt, oder? Genau, ich habe den Mut bewiesen. Das war ja der Sinn der Challenge, also der Geschichte. Dass wir unseren Mut beweisen. Genau. Mit dem 10 Meter Klettergerüst da. 15 Meter Klettergerüst. 15 Meter war das, ne? 15 Meter. Ich komme ja auch erstmal keine Game Master. Vielleicht bleibt es auch so und ich bin diese Maske los. Ich habe mir das zwar selber eingebrockt, dass ich das gemacht habe, aber naja. Man schwitzt ganz schön darunter. Ich habe echt Höhenangst und das war echt eine Überwindung. Kleben ist ein bisschen nervig einfach. Ich habe echt Höhenangst, aber ich habe trotzdem so gedacht, oh, wenn du einmal aus uns warst, wenn du einmal einen falschen Griff machst oder ausrutschst, dann knallt der sonst was brechen. Genau, du knallst gegen alle Seile. Genau. Ja, okay, übertreibt man nicht. Das ist ein Spielplatz und kein Mörderplatz. Ja, Mann. Also, ich hoffe, die nächste werde ich gewinnen. Aber wer weiß, was überhaupt die Belohnung ist. Ne? Eben. Also, genau. Ob es überhaupt eine Belohnung ist. Also, man kann den Braten nicht direkt du sagen, du willst das, willst du mal antworten, oder? Ja, ich werde auf jeden Fall den Emoji jetzt schreiben. Echt? Also, bist du ready dafür? Ich bin ready, Mann. Okay. Als ob du jetzt sagen würdest, mach das nicht. Ich bin ein bisschen skeptisch noch, aber ich würde es, glaube ich, auch machen. Ja. Übrigens, falls ihr mal im Hintergrund Musik hören solltet, mein Nachbar meint mal wieder laute Musik anhaben zu müssen. Muss ich genießen, weil ich gucke dann auch, was er antwortet. Ja, Mann. Weil wenn er jetzt sagt, hier gehen den Kerker, ja, gehe ich nicht rein. Leute, würdet ihr dem jetzt schreiben oder nicht? Ich glaube, jeder würde ihm schreiben. Ich glaube schon. Weil wenn ihr schon so eine Challenge gemacht habt, dann wollt ihr auch wissen, was bekommt ihr dafür. Auf ne? jeden Fall. Okay, dann sollen wir dem schreiben. Ich würde sagen, schreiben wir den jetzt, ja. Okay, Leute. Und Leute, bevor wir den Emoji schicken, grüßen wir SFO. Du hast die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auf uns begrüßen wollt, gebt dem Video einen Daumen hoch, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und schreibt einen Kommentar mit Hashtag Glocke aktiv und ihr habt die Chance, hier im Video eingeblendet und von uns gegrüßt zu werden. Viel Glück. Okay. Bist du bereit zu schreiben? Ja, Mann. So, wir schreiben jetzt die Antwort, die Hand-Emoji. Okay, wir machen die Bildschirmaufnahme an, denn 3, 2, 1, go. So, okay. Okay, schreibe Hand. Ich schreibe jetzt ein Emoji. Wenn du ready bist. Ja, Mann. Such mal diesen Hand-Emoji, ob der da ist bei Emojis. Das ist nicht die Hand. Soll ich genau die Hand nehmen? Ja, genau, natürlich. Du sollst direkt den Emoji schicken. Gib mal ein. Zum Glück kann man das mittlerweile hier eingeben. Mhm. Hand. Warum? Ich hab mich schon gewundert, warum er jetzt anfängt zu schreiben. Schick doch einfach den Emoji und dann ist gut. Da. Ja, okay. Ja, siehst du? So einfach geht das. Ach ja, du musst... Oh, shit. Schreib du lieber nicht, dass er nicht das geschrieben hat. Aber okay. Geschrieben. Alles klar. Okay, sehr voll gut. Dumm. Okay, Calvin könnte die Nummer doch auch einfach auf seinem Handy einspeichern. Halt, ne, so. Okay, warum muss denn immer nur einer die Nummer haben? Hä? Macht doch null bereit. Sinn. Ja. Weil wir wollen ja keine Fragen stellen jetzt. Genau. Einfach trocknen. Ist so. Wir sind ready. Jetzt kommt es. Trommelwirbel. Was er jetzt erwartet von uns, Alter. Okay. Oh, er hat geschrieben, wir müssen uns dafür in dieser Nacht treffen. Sehr spontan. Yo. Diese Nacht? Einfach diese Nacht. Also er will jetzt direkt uns treffen, Alter. Ich wollte eigentlich schlafen gehen, Mann. Ich auch. Also ich will schön in meinem Bett pennen. Einfach. Okay. Einfach persönlich Übergabe hier sogar. Hm. Sag mal so. Schreibt er noch was oder was? Leute, es ist zwar spät und so, aber du willst. Jetzt kommt so, ich komm zu euch. Organisiert euch schon mal ein paar Kaffeetassen und so. Nicht, dann heißt, okay. Dann machen wir euch einen schönen Abend. Die Challenge irgendwie nicht.
Wir wollten den Gewinn nicht, genau. Ja, schlimm. Okay, Mann. Einfach okay. Ziehen durch, Mann. Krass, ich bin gespannt, wo der sich jetzt treffen will. Ja, mhm. Oh, sehr gespannt. Ich hoffe, es ist jetzt nicht extrem weit weg oder so. Oh, jetzt schön. Es gibt eine Bedingung, die erfüllt werden muss, um das Treffen stattfinden zu lassen. Okay. Das hört sich jetzt schon wieder komisch an. Jetzt wird's creepy. Jetzt gibt's da einen Haken. Das hört sich jetzt gar nicht. Bin ich mal gespannt. Das ist unangenehm. Sehr unangenehm. Was gibt's da jetzt für einen Haken? Als ob das Ganze wieder so einen Haken hat. Also, man kann gar nicht genießen, den ganzen wieder. Leben direkt wieder so. Trommelwirbel. Der Akku geht gleich auch leer. Also, ja, man muss da. Das ist jetzt sehr creepy. Sehr spontan, müssen wir irgendwie versuchen zu laden. Ja, Mann. Okay, sollen wir darauf antworten, oder? Oh, er hat geschrieben. Oh. Calvin muss ganz alleine zu dem Treffen kommen, also ich muss ganz alleine kommen. Oh, okay. Okay. Yo, yo, also Bodyguards Leute, darfst du nicht mitbringen, okay. Ja, das ist zu viel, oder? Das ist eigentlich uncool. Du musst alleine da hinkommen? Das gefällt mir überhaupt nicht. Also ich würde jetzt ungern alleine da... Meinst du, wir können irgendwie dribbeln, dass du heimlich mitkommst? Boah, ich weiß nicht. Du Leute, habt ihr eine Idee? Wenn du damit einverstanden bist, schicke einen Haken. Boah. Oh mein Gott. Leute, wir müssen überlegen, ob wir das machen. Alter, was? Wegen wir jetzt nachts? Ich soll alleine ihn treffen. Wo traust du das zu? Alleine? Das Ding ist, ich weiß ja nicht, wohin es geht. Ich muss jetzt bestätigen, obwohl ich mal weiß, wohin es geht. Das ist eklig. Leute, ich glaube, ich bin sehr skeptisch. Ich will eigentlich ungern, dass du da alleine hingehst. Vielleicht können wir. Ich weiß nicht. Aber nicht, dass der irgendwie uns beobachtet. Und wir schmieden ja Pläne, wie wir dribbeln wollen, Leute. Boah. Leute, Daumen hoch, wenn wir diesen Haken schicken sollen. Ja, einen fetten Daumen hoch. Schreibt in die Kommis, was wir sonst machen sollen. Naja, muss ja. Ansonsten weiß ich nicht. Dann kriegst du halt deine Belohnung. Ich weiß nicht. Lass doch ein bisschen überlegen. Vielleicht Kaffee holen. Wenn du nicht bereit dafür bist. Ich würde jetzt noch nicht. Wir dürfen sich so stürzen, oder? Boah, ihr meint es eh schon genug. Was sagst du? Würdest du jetzt hingehen wollen oder nicht? Also traust du dir zu, alleine dich mit dem zu treffen? Ich darf ja nichts fragen. Ich will eigentlich erst mal fragen, wo ist das denn? Ja. Das kam ein Bild. Ein Bild von uns geschickt. Klick mal drauf. Lol. Oh mein Gott. Warte. Sind das wir? Nee. Oh mein Gott. Hätte ich jetzt... Oh mein Gott. Nee, also... Oh mein Gott. Das seid ihr nicht. Ein Bild von uns geschickt. Klick mal drauf. Oh mein Gott. Jo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, das ist von hier vorne. Das ist von hier vorne irgendwo. Jo, jo. Das ist hier vorne. Jo, jo. Ja. Jo, jo, jo. Ich hätte jetzt gedacht, das sind die Helfer vom Weihnachtsmann, aber nicht ihr. Ey, Leute, der war genau. Gut. Also er hat sich im Busch verkrochen. Na, natürlich. Aber der hat das Foto mit Blitzlicht gemacht, als ob die das Blitzlicht nicht gesehen haben. Sieht man sowas nicht? Oder hat er sich so versteckt, dass man das nicht sieht? Der ist ja im Busch. Ich muss da rein, Alter. Chillt hier im Busch. Aber hier ist überall dort. Nein. Hier sind Zecken und so, Bruder. Mach nicht. Ey, vielleicht hinterm Baum oder so. Was ist hier, Leute? Oh mein Gott. Leute, ist doch krank. Was geht hier ab? Leute, der ist einfach hier. Ey. Der hat uns die ganze Zeit in unser Face geguckt, während er mit uns geschrieben hat. Bruder, wohin? Ja, genau, er saß mit euch im Auto. Er saß hinten auf der Rückbank, ich hab's noch nicht gesehen. Und? Nein, Mann, alles zugewachsen. Aber kein. Ich wollte gerade sagen, jetzt steht da der Chemos, aber nee, ist Kelvin. Das sah gerade kurz so aus. Weil er hat doch schon in unser Face geguckt. Ja, Mann. Der ist bestimmt abgehauen und hat dann das Bild geschickt. Safe. Schon geschickt, direkt reingegangen. Alter. Kann es keiner erzählen, Mann. Leute. Was geht hier ab? Ey, schnell ins Auto. Nicht, dass er unser Auto klaut. Junge, wir lassen hier unsere Tür auf. Wir werden unvorsichtig. Wir müssen überlegen. Wir müssen einen Plan schmieden jetzt. Komm ins Auto, mach zu. Mach das Auto zu. Wir haben gar nicht rausgeguckt, Leute. Alter. Der chillt hier einfach. Vor allem dieses Licht blendet uns. Wir haben gar nichts gesehen, was draußen einfach abgeht. Einfach mal so random. Wir waren so abgelenkt. Ne? Ja, Mann. Leute. Was sollen wir machen? Leute, Mann. Bruder. Erstens, ich sollte alleine auftauchen. Das ist schon mal uncool. Das ist komplett uncool. Also, warte, das Handy. Okay. Der hat was geschrieben. Der hat die Koordinaten geschickt. Ah. Bro, es ist da. Da sollt ihr euch dann also treffen. Digga, das kann überall stimmt auch wieder so ein Waldgebiet oder so. Irgend so ein verlassener Ort, wo keine Menschenseele vorbeikommt. Perfekt, um jemanden umzubringen. Nur trocken. Und nachdem er uns hier gestalkt hat. Leute, Daumen hoch, wenn Calvin da hin soll alleine. Leute. Schreibt Tipps in die Kommis, wie wir jetzt brauche ich keinen Daumen nach oben mehr geben. Videos sind ja sowieso schon. Unbedingt Tipps.
Was soll man tun? Spaß. Wie alles gut. Ich kann es ja irgendwie trotzdem doch machen. Irgendwie vielleicht. Wir wollen sie nicht zu laut aussprechen. Sag lieber nichts. Leute, ihr wisst auf jeden Fall, was die Frage ist. Oh mein Gott. Wie soll man das anstellen? Leute, Daumen hoch, wenn wir da hin sollen. Wenn Calvin hin soll. Also erstmal fetten Daumen hoch. Und wie soll man das anstellen? Oh mein Gott. Wie soll man das machen? Ich kann nicht alleine hingehen. Ich bin dann. Leute, wir brauchen noch Hilfe. Ja, Mann, in die Kommis, bitte. Das hilft uns. Bitte tipps in die Kommis. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Leute. Hey, chillt hier irgendwo. Mach mal Auto zu, bitte. Mach mal Auto zu. Ja, Mann, wir verriegeln alles. Okay, wir müssen überlegen. Leute. Wir parken erstmal oben in Sicherheit und dann hoffen wir auf. Ich würde nach Hause fahren. Auch, ja, mit. Er könnte wahrscheinlich da auch auftauchen, aber. Das ist nicht so gruselig, wie jetzt hier nachts irgendwo in einem Kaff zu sitzen. Aber egal. Der nächste Teil kommt dann. Na, morgen kommt ein anderes Video, aber übermorgen. Oder übermorgen. Irgendwann wird das schon kommen. Ihr werdet sehen. Let me in, yeah.